Erfüllen menschlich erlassener Gebote ersetzt kein Liebewirken. Ihr Menschen müsstet euch darüber klar sein, dass es keinen Ersatz gibt für das Liebewirken, dass ihr durch nichts anderes euch die ewige Seligkeit erwerben könnet, solange ihr das Erfüllen meiner Liebegebote außer Acht lasset, solange ihr nicht in uneigennütziger Nächstenliebe tätig seid. Alles, was euch außer diesem Liebewirken als heilsam oder seligkeitversprechend anempfohlen wird, ist wertlos und es führt euch keinen Schritt weiter in eurer Vollendung. Und es wird euch vieles als segenbringend vorgestellt und darum achtet ihr oft nicht dessen, was allein euch zur Seligkeit verhilft. Ich habe von euch Menschen nichts anderes gefordert, als meiner Liebegebote zu achten. Ich habe euch keine weiteren Gebote gegeben, als nur jene, die immer eure Liebe zum Nächsten fordern. Ich habe euch nur solche Lehren gepredigt, die ein besseres Verhältnis bezwecken zwischen euch und euren Mitmenschen. Denn ich wollte nur in euch die Liebe entzünden, die euch Menschen mangelte, was also euren unglückseligen Zustand begründete. Und so gilt auch fortgesetzt meine Sorge nur, eure Liebewilligkeit zu erhöhen, weil die Liebefähigkeit euch allen innewohnt, aber der Wille, Liebe zu üben, unter euch Menschen überaus schwach ist. Darum kann auch nur der ein rechter Vertreter von mir auf Erden sein, der gleich mir nur die Liebe predigt, denn dieser allein zeigt den Menschen den rechten Weg, der zu mir zur Seligkeit führt. Ihr dürfet aber nicht glauben, das Liebewirken ersetzen zu können durch andere Handlungen oder Gebräuche. Ihr dürfet nicht glauben, dass ich mich zufrieden gebe mit dem Befolgen von Gesetzen, die nicht ich erlassen habe und deren Befolgen ohne Liebe völlig wertlos ist. Ihr erwerbet euch keinerlei Gnaden damit, denn ich sehe solche Handlungen und Gebräuche nicht an und es wird auch keine Seele gerettet dadurch. Denn dies sind nur menschliche Versprechungen, die ich niemals sanktionieren kann. Die Liebe allein rettet euch vor dem Rückfall zur Tiefe. Die Liebe allein führt euch zur Vollendung und die Liebe wird sich immer äußern in Werken, weil die Liebe den Menschen von innen heraus drängt, sich zu betätigen in göttlicher Ordnung. Es hat euch Menschen aber eine gewisse Gleichgültigkeit meinen Liebegeboten gegenüber erfasst, weil ihr in falsches Denken geleitet worden seid. Denn ihr wurdet angehalten zur Erfüllung der kirchlichen Gebote, die als Menschenwerk meinen Geboten hinzugefügt worden sind. Diese kirchlichen Gebote nun zu befolgen, seid ihr ängstlich bemüht. Was ich aber von euch verlange, das beachtet ihr wenig oder gar nicht und lebet doch im Glauben, recht und christlich euer Dasein zu führen. Welch ein Irrtum, der auch von meinem Gegner in die Welt gesetzt wurde. Denn die Liebe zu entzünden und zu hellster Glut aufflammen zu lassen, ist euer einziger Erdenlebenszweck, weil dies die Vereinigung bedeutet mit mir, von dem ihr euch einst getrennt habt. Diese Vereinigung kann jedoch nur die Liebe zuwege bringen, nicht aber jene Mittel, die euch zur Erreichung des ewigen Lebens als Gebote gegeben wurden, wie da sind Formgebete, Ablässe, als Sakramente bezeichnete Handlungen und Segenserteilungen, die nur als Zeremonien und Äußerlichkeiten betrachtet werden müssen und keinerlei geistigen Erfolg euch eintragen, weder auf Erden noch im jenseitigen Reich. Was die Befolgung meiner Liebegebote zuwege bringt, das suchte mein Gegner den Menschen zu entziehen, indem er durch Äußerlichkeiten und falsche Lehren ihre Blicke von diesen meinen Geboten ablenkte und ihnen seine Gebilde als vordringlich hinstellte. Denn er wusste es, dass er viele Opfer finden würde, weil die Liebe von den Menschen Überwindung forderte und diese nicht gern opferbereit sind. Immer wieder muss daher die Liebe als erstes und wichtigstes herausgestellt werden. Immer wieder muss ich den Menschen meine Gebote der Gottes- und der Nächstenliebe in Erinnerung bringen. Immer wieder muss ich sie belehren, dass alles andere nutzlos ist, wenn die Liebe fehlt und dass ein Wirken in Liebe durch nichts anderes ersetzt werden kann.
Doch diese Lehre wird nicht ernst genommen und man kommt jenen menschlich hinzugefügten Geboten bereitwilliger nach, weil mein Gegner noch großen Einfluss hat auf jene Menschen und er eine Rückkehr zu mir mit allen Mitteln zu hintertreiben sucht. Doch es ist auch allen Menschen meine liebe Lehre bekannt, die ich auf Erden gepredigt habe. Und jeder, dessen Streben ernst ist, der wird sie auch als vordringlich erkennen und sich nicht zufrieden geben mit nutzlosen Äußerlichkeiten, mit allem, was nicht von mir seinen Ausgang genommen hat. Amen.